Hey ho, Part 62. Diesmal will ich die ultimative Bewegung mit volle Kraft Freezer machen. Und ich dachte mir, es ist passend gegen Super Saiyan Son Goku, also Mission 20, die anzuwenden. Ich habe diesmal dran gedacht, meine Karten so zu equipen, dass ich nicht so viel Damage mache, weil es ist ja auch gar nicht nötig, ich muss ja nur die Genki-Anzeige füllen. Meine Support-Charaktere, na gut, es hat in der letzten Runde gut funktioniert, hoffentlich bleibt das auch so. So, Kräfte kombinieren bitte. Und hoffen wir das Beste. Ah. Schon mal ein Dreier-Cat. Kriegen wir ein Max-Cat hin? Das wäre schön. Natürlich nicht. Hahaha, war wohl nichts, Goku. Aber so weit, so gut. Verdammt. Nein, nein. Und du... Komm schon. Ja, dass das noch geklappt hat. Ich habe aussehen, ihn nicht mehr anvisiert gehabt. Dass ich da noch die Jagdtechnik... Alter, was gibt mir das so? Dass ich ihn da noch getroffen habe, ist echt... Nein! Nein! So, flieg erstmal eine Runde. Wir müssten eigentlich jetzt demnächst die Genki-Anzeige um die Hälfte gefüllt haben. Ja, Hammer. Flieg weiter. Und ja, ne, Max-Cat, wunderbar. Das heißt also, es dauert nicht mehr lange, dann habe ich's. Autsch, autsch. So, flieg erstmal eine Runde. Und. Wir haben's. Überlasst das mal mir. Könnt ihr mich irgendwie nochmal heilen oder so? Ich sagte, überlass das mir. Ne, vergiss es. Halt mich mal bitte. Ich habe ein bisschen hier Lowlife. Oder töte mich einfach mal ganz schnell. Weil ich möchte gerne die ultimative Bewegung erst mit Full Life verwenden. Ja, weiter so, Goku. Weiter so. Los, komm, schlag auf mich ein. Schlag weiter, schlag weiter, schlag weiter, schlag weiter. Komm schon, mach weiter. Wunderbar. Und es heilt mich auch. Doch, es heilt mich einer. Na gut, es sollte genug Leben sein. Versuchen wir unser Glück. Fokus auf Verteidigung. Heilt mich ruhig weiter. Son Goku konzentriert sich bei den anderen. Das auf die anderen, das ist sehr gut. Nein, jetzt kommt Son Goku auf mich zu. Oh. Volle Kraft! Nimm diesen Penner von mir weg. Oha. Komm schon, 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 komm schon. Aber ich bin der Größte des Universums, also... ...sollst du durch meine Hände sterben! Ja. Aber es muss irgendwie noch einen besseren Tipp geben, wie man besser die ultimative Bewegung verwenden kann. Ich meine, so, wo der Gegner alleine ist, ist es ja, hat man ja gesehen, ist schon dennoch eine knappe Sache. Ich muss irgendwie meine Verteidigung verbessern oder sowas, ich weiß es nicht. Ja, wollt ihr mehr von den ultimativen Bewegungen der einzelnen Charaktere sehen? Dann klickt doch unter dem Bild, wo Anime Let's Play Array steht. Da werdet ihr zu einer weiteren Folge von Dragon Ball Z, Battle of Z, weiter verlinkt. Und auf Ezio Pro seht ihr Asuras Wars. Wenn ihr da drauf klickt, dann
erlebt ihr ein spannendes Abenteuer. Auf jeden Fall ein Muss für alle Otaku-Fans. Und auch bei Zero Production ist irgendein Free-to-Play-Game, wahrscheinlich League of Legends oder Common Arms. Wenn ihr sowas auch sehen wollt, dann bitteschön. Und ja, ansonsten abonnieren und wieder schauen und reingehauen. Ciao.